große Reise. Die Reise beginnt, ich habe ja keine Lust. Tengo Prisa. Wieder alles auf den letzten Drücker. Da ist er doch. Paris ist. Ich bin das erste Mal in maximaler Panik ausgebrochen. Mein Elektro-Kit gesucht. Noch in Mannheim und jetzt schon in Frankreich. Wetter sieht ja nicht so doll aus. Schon bin ich in Paris. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo die Metro ist. Schon bin ich fast drin im Zug. Nach Hendaye oder Bayonne. Schon sind wir in Irun. Nicht Urin, sondern Irun. Ich bin jetzt schon froh, dass ich gefahren bin. Die sitzt hier mitten Regen los, die suchen ihre Regencover. Habe ich nicht gebucht, ich laufe nicht im Regen. Also sieht's aus, der schlaue Pilger. Die ersten haben die Schirme schon weggeworfen. Reparation de Caissaro. Aber mein Schuhwerk ist gar nicht kaputt. Ich eigentlich auch mal reingehen und mir die Glatze massieren lassen. Dann haben wir hier schönes. Hier ist ja Ferrado. Hier sind auch die Alberge von Irun. Irinos Jacobi. Naja, siehst du sagst hier ist Very nice new view. Buena Vista. Du kannst die Autos zählen, die hier im Kreis fahren. Ich mach keine Fotos, ich mach nur Videos. Wenn ich hier schon so schöne Gefängnisgitter habe, muss ich nochmal kurz. Ja, zu dem Überfall in Paris in der U-Bahn, da mache ich nochmal ein extra Video. Könnt ihr kicken. Also, Vecinos, buenas noches aus Irun. Onkel läuft wieder zurück nach Frankreich. Jetzt geht der Ärger weiter. Morgen ist auch noch Streik. Hendaye Bayonne, 1,40 Euro. Hier ist er doch, die Ruhr Gosse. Sehr einladend. Da könnte die Herberge sein. Mit nur Mülltonnen und Bars, schwarzer Mond. Ach, hier, guck hier, da ist er doch, gegenüber vom Luna Negra, vom Schwarzen Mond. So, hier, das Wohnzimmer von der Herberge. Und hier dann das Schlafzimmer. Was haben wir hier? 8 Kamas. Das ist meins. So. Ich weiß nicht, wie das bei dem Wetter was mit den Pilgern werden soll. Wie ich ohne pitch nass zu werden zur Herberge zurückkommen soll. Sushi-Shop. Haben die keine Froschenkel oder was? Oh, hier sieht es so ganz gemütlich aus. In Bayonne am Abend. Buenos dias, ich bin fix und fertig. Hoi, Bienski, das ist der Junge. Buenas. Moin. Ja, eine sehr schöne Herberge, muss ich sagen. Mhm. Refuge Saint-Jacques. Den ganzen Tag Regen. Am Bahnhof. Gare de Bayonne. Keine Züge kommen an, heute ist Streik. Mann, jetzt habe ich mich doch überreden lassen und laufe mit dem scheiß Poncho. Sieht wieder aus wie Rumpelstilzchen. Mann, die sind schon so gut ausgerüstet. Jetzt wollen die sich noch eine Regenhose. Jetzt guck dir das an. Jetzt ziehen die sich noch eine Regenhose über, haben mich auf den Bastan gelockt. Und schon sind wir auf dem Bastan. Camino Bastan. Da sind wir dabei. Das ist prima. Ja, zwei sind gut vorbereitet für den Regen. Nur ihm sind hier nicht. Kannst gehen anbieten. Dann kommt der Wind, dann weht der kommt der Regen von vorne. Die Schuhe werden trotzdem nass. Habe ich alles auf dem Video, wenn die Ladies hier in der Ecke pinkeln. Hier kickst du, die haben sogar Wasserstellen hier auf dem Bastan. Funktioner. Selbst die alten Pilgerhasen. Christ und Thomas finden den Weg gut. Oh, siehst du? Daumen hoch. Ich glaube, der Wallace da von Braveheart, der würde jetzt Freiheit brüllen. Endlich weg mit dem Poncho. Und sich kaputt reißen. Also, wenn man dir irgendwie behilflich sein kann, dann... Nee, mir ist nicht mehr zu helfen. Und ihr amüsiert euch? Alles super. Hervorragend. Dann sagt das mal euren Gesicht. Guck mal, da die Pferde haben so ja was an. Mann, jetzt geht das schon wieder los mit dem Regen. Gut, dass ich meinen Poncho dabei habe. Hui, guck mal hier, mir da das Handy rinfällt. Ja, und wenn du das dann geschafft hast, dann siehst du aus wie so ein Gartenzwerg, der zum Angeln will oder was. Also, das zieht dann überall durch und raschelt. Alles nass, alles ist nass. Ich liebe das. Es regnet, freut sich der Bauer. Was ist denn hier mit der Party? Alle zu. Die Laune wird nicht besser. Die Gesichtszüge sich auf. Mein Lieblingsrestaurant vom ganzen Ort. Das ist doch das Einzige. Und Camino. Leben wieder einen Sinn. Österchen. Das Wichtige ist auch beim Essen, du musst die anderen im Gespräch verwickeln. Dann erst im Quatschen hier und dann kannst du nämlich die ganze Tapas alleine. Die Reiseleitung organisiert einen Schlafplatz. Bisschen windig, aber wir müssen halt nochmal ein Lob aussprechen hier.
Chris, die Reiseleitung, hat hier den Weg zurück zur Brücke gefunden und noch einen Schlafplatz organisiert, trotz Wein. Rico Almuerzo, möchtest du meine Weihnachtsgans Auguste sein? Die Patisserie von Usteritz. Pizza, Pizza, Pizza. Usteritz, Camino Bastan, auf der Suche nach einem Schlafplatz. Herberge oder Pension ist ausgebucht. Arschkarte gezogen. Zeitung, kann ich mir ein paar Zeitungen holen zum Unterstopfen, wenn es draußen zu kalt wird? So, Christina hat jetzt was organisiert, da drüben an der Kirche, an der hier. Schirm, Scham und Melone. Weg ist er. Sonne ist rausgekommen. Nach zwei Weinen einfach in der Kneipe stehen lassen, den Schirm. Aber zwei Betten sind schon besetzt und mehr sind nicht. Auf Gronze nur zu finden, wenn man unten auf Aloro geht. Aloro, der Papagei. Oder alles. Und hier Kaffee mit Herzchen und Wodka dazu. Was gesundet zum Abendbrot kaufen. Was holt er? Wein und Schokolade. So sieht's hier aus ins Schlafzimmer. Heute waren alle Herbergen besetzt. Musste ich ins Lager vom Schreibwarenladen einbrechen. Campanas. Tagchen. Moin hier aus Usteritz. Top-Herberge. Frühstück. Guck dir das an. Der örtliche Pastor Kura lädt uns ein. Buen camino. Muchas gracias, San Jean Michel. Hola. Buen camino. Buen camino. Wo geht's heute hin? Nach Usteritz. Es ist un arroyo aquí. Alter, das ist doch kein Weg, das ist ein Fluss. Ein Perito, Pequenito. Hier hat sich in einem Gartenzaun aus Grabsteinen gemacht. Bock! Hühnchen gebraten! Das wird wohl nicht mit Kürbis klauen. Die passen auf Beete. Ja, sieht schön aus, aber schwierig zu laufen hier. Mucho agua y mucho castañas. Es wird immer nasser hier. Aber es bleibt schön. Roter der Aqua. Und es Dias, haut doch nicht ab. Jetzt haut der ab. Guckst du. Keres erst ein bisschen nah. Mann, das gibt's doch nicht. Da habe ich jetzt mein Poncho rausgeholt und den Regencover. Und jetzt hört er wieder auf. Dafür ist ein Schirm gut. Aber meinen habe ich ja gestern in der Kneipe stehen lassen. Oh, es bonito. El Paret. El Paret Negro. Voilà. La Paret. Die schwarze Wand. Da ist er. Und Perito. Da sind sie doch, die Schafe. Du sagst, sie kommen auf. Nicht. Auf. Diez ovejas y un oso. Ah ne, nicht oso, Budo. Siehst du aus? Nee, vor. Hat dir deine alte Hörner aufgesetzt oder was? Buenas. Moin. Caballos. Caballos bonitos. Also ihr beiden promotet meine Angst vor Hunden, aber nicht. Gut, dass die Zäune haben hier. Oh, ist die schöne Zeit wieder vorbei. Juvia. Schlauen Pferdchen wollen ohne nass werden. Sonne ist zurück. Und Essen. Da haben die sich das gemütlich gemacht hier. Pause. El Budris. Da oben. Und sieht. Hier gibt's Pferde, die kicken dir mit dem Arsch nicht an. Kommst hier an im Pueblo, im País Basco, kannst du hier ins Café? Oder gleich auf dem Friedhof? Ah, da kommst du aus dem Wald und schon steht der Café auf dem Aqua. Gatitos! Carne! Rico, 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 Carne, Almuerzo. Bienvenidos in España. Endlich wieder in Spanien. Ja, primero Fletcher, Fletcher Amarillo. Segunda Fletcher. Bienvenidos in País Basco. So Blödsinn, bienvenidos in País Navarra. Hier Tapas, Regreso in España. So, zurück in Spanien, mein erstes Bierchen. Vielleicht war die Empfehlung, Straße zu laufen, wegen den Bodenverhältnissen hier. Hier kann ja keiner laufen. Kacke. Das ist doch totale Kacke. Ja, jetzt guck dir das doch mal an hier mit den Sommerschuhen.
Heute nur noch ein Bettchen, una cama, ein Monasterio. Mann, ey, da muss ich doch hier wie Benjamin Blümchen jedem Schmetterling hinterherlaufen. Nur nicht rinfallen. Ich meine, hier sind 1, 2, 3 Pfeile, das wird ja wohl stimmen. Guck, wir haben sozusagen sogar eine Eidechse. Sogar einen Becher hingestellt. Das ist kein Becher, das ist ein Glas. Aquavica. Die Gläser ausgegangen, haben sie eine Tasse hingestellt. Wohnzimmer, Kühlschrank, Navera. Chocamas. Wirklich weit weg von Schnarchi. Ah, und guck hier, der Innenhof. Oh, hier gibt es Decken. Hier muss erstmal die Wäsche gemacht werden. Vom Ack! Du lügst! Von unterwegs, die zählen nicht. Ja, so. Küchenchef hier wieder gezaubert hat. Hey, buenas noches. Also, macht so Nachbarn aus dem Monasterio in Urdax. Buenas. Ja, heute die Etappe nach Berueta. Ist ein bisschen lang geworden, deshalb in 2 Teilen. Oh, Campanas, hier, Schlafplätze da auf der anderen Seite. Ja, einfach top hier, die Herberge in Urdax. 8 Euro. Camino Bastan, der 3. Tag zur Etappe Urdax nach Boereta. Haltet in Elizondo oder Maya. 730 Kilometer nach Santiago. Ey, so gleich nach dem Aufstehen in den Bergziegenmodus. Das, ach, guck mal er hier. Oh. No Elevador an Camino Bastan. Was ich ein bisschen bemängel ist, dass die hier keine Fahrstühle haben. Buenos dias. Reinhold Messner ist ganz oben angekommen. Die sollte eigentlich oben sein. Una Cascada. Also mir gefällt's hier. Una Cascada. Hier zeigt es sich nämlich, ob du zu viel oder zu wenig Gepäck bei hast. Kommst nicht durch sonst. Oh, ein kleiner Irrgarten. Oh. Oder ob du zu dick bist. Hier haben sie einen kleinen Pausenplatz eingerichtet für die müden Pilger. Es gibt sogar einen Ofen, einen Orno. Alles da, nur das Grillfleisch fehlt. Vuelta de España, vamos! Noch 3 Kilometer zum nächsten Kaffee. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Wegen dir laufen also die Pilger hier falsch. Hier muss nämlich runter. Da hat sich ein Schaf verirrt. Hau doch nicht ab. Kommst du in den Top heute Abend? Muss dich ja nicht verstecken. Ich seh dich. Also, und was? Eine Pointe. Peligroso. So. Na, wir müssen da lang. Bitte mal. Hallo? Adios. 12.30 Uhr. Könnte Maya sein. Oh, hier sind wieder so nett. Wir stellen sogar einen Becher hin. Hier gibt es keinen Kaffee. In der Aerota. Die haben keinen Kaffee, da muss man ein Bier trinken. Buen Camino. Buen Camino. Da wird es zubereitet, das lecker Essen. Hier ist die Mühle. Am rauschenden. Na, guck mal, hier wird Mais gemacht. Hier Rico Almuerzo. Mais y Chorizo. Doch entschieden, nicht in Amayur Maya zu bleiben. Ich werde es noch bereuen, dass ich weiterlaufe. Das war's, schon wieder mit Straße laufen. Hat sich allerdings auch das mit dem Flachen, im Flachen laufen auch wieder erledigt. Alas dos an Urasun.
und mit ein bisschen Glück ruckelt es jetzt auch weniger. Ich habe jetzt den Bildstabilisator angemacht. Hier kannst du dich auch mit dem Wohnmobil hinstellen in Odoku. Gibt's Wasser an der Brücke. Ja, sieht man nicht so richtig, die alte Römerbrücke. Oh, hier Eidechse. Eidechsenparadies. Da. Alles voll. Ich bereue es, dass ich weitergelaufen bin. Schon wieder bergauf. Oh, könnte ich mich schon wieder in die nächste Bar setzen. Macht er Musik hier zur Begrüßung oder was? Campanas. Vorne auf der linken Seite. Da könnte man schön Käffchen trinken. Ja, der Chef. Chef vom Dorf. El Gallo. Ah, lass doch die Media spaßeshalber mal den Daumen raus. Jetzt kommt unser Engel gleich angefahren. Andre Kinje nimmt uns ein Stück mit. 3 Kilometer schummeln. Ah, oh, prefero este Camino. 3 Kilometer Scaniar. 30 Kilometer aus demasiado mucho hoy. Sí, sí, sí. Iglesia de Elizondo. Und, wie fühlst du dich nach deinem ersten Mal schummeln? Hör auf, wenn du nicht gewesen wärst. Muchas gracias, gracias y gracias. Elizondo. Einmal den Daumen rausgehalten. Mucho cafés in Elizondo. Bar Sobrino. Hier sind kleine Esel. Ja, kleiner Burro. Wird die Wicht wieder nach oben geschraubt hier. Der Onkel wartet ungeduldig draußen. Packt seinen Rucksack nochmal. Ah, die Unterhose. Rio Bastan. Nach dem Schummeln und Supermarkt wieder zurück auf den Camino. Immer dahin, wo die Bars sind. Macha Elizondo. Raus aus dem Elizondo. Un Budo. Der Kleine. Was hat er denn gemacht mit seinem Fell? Ja. Hallo. Wie heißt denn du? Das muss doch nicht sein. Bin nicht sicher, ob das ja mein Lieblingsplatz wäre. Alas Quattro. Gigando in wieder gelbe Farbe im Angebot. Flechas, Flechas Amarillas, Muchas. Camino Bastan? Rio Bastan. Fiesta en Urita. Caminando con Musica. Keine Chance, da kein Bier zu trinken. Die Party in Urita. Und die Berge geht's auch wieder hoch. Oh, die Pyrenäen-Etappe von San Juan de Pitzeport ist Kindergeburtstag gegen den Berg nach Urita. Und wollen nicht mehr weiter. Der ruft schon ein Taxi an. Eben noch da ganz hinten. Erstmal den Rucksack 2 Kilo schwerer gemacht im Supermarkt. Dann da vorne gibt es Rauchzeichen, dass man den Weg auch findet. Oder die heizen schon mal den Grill an. Das ist ja schön, dass sie ein Lagerfeuer gemacht haben. Kann man sich ein bisschen aufwärmen nach dem Aufstieg, nach dem Anal. Nach dem Anstieg, den Anal. Nach dem Anal. Bist du freundlich? Und echt jetzt? Sieger. Und dann, der nächste Ort müsste dann schon sein. So sieht Sieger aus. Wir gehen nur in Sieger. A la Cinco. Jetzt säuft er den Blumen das Wasser weg. Oh, jetzt wird hier alle 500 Meter wird jetzt hier Pause gemacht. Berueta, Berueta. Oh, der ist harmlos. Ja. Ihr seid noch nicht so viel gelaufen heute, oder? A las seis en Berueta, Berueta. Ich weiß nicht, wann mich mal so ein Ortsname so glücklich gemacht hat. Hi. Schon hier? Ja, Alberge, Berueta, Mucho Camas. Die Küche, Cocina. Ja, Kocher funktioniert. Todo bien. Navera, Kühlschrank. Okay, Duchas, Baño. Ah, hier. Ducha. Der Partyboy ist nicht eingeladen da unten zum Kastanienessen. Buen Camino. Buen Camino. Spanier hat uns noch 4 Bier gebracht. War auch nichts zu machen. Der hat kein Geld genommen. Das ist eine Beleidigung, meint er.
ist ein Geschenk an die Pilger. Also, Nachbarn, Vecinos, zeig mal, gute Nacht, wa? Buenas noches aus Berroeta. Kommt er hier und dann wird er da oben rein gesteckt. Tschüssikowski, Lucky, kommst du mit, kleine Muschi? Heute geht's 20 Kilometer nach Olagür, jetzt erstmal einen Berg hochkraxeln. Ich hab ja keinen Bock. Ja, hier Herberge in Berroeta, 8 Euro, alle drin, Küche, Waschmaschine, top. Buenas. Was denn jetzt hier? Pilgern an der Autobahn? Domingo! Besser lange Hosen anziehen hier im Brennnessel-Parcours. Und zwei stehen und denken, was machen die eigentlich hier? Schluss mit flach. No plano. Jetzt geht's wieder in den Bergziegen-Modus. Was ist denn das hier für ein Scheiß? Ist noch zu früh für einen Limbo-Tanz hier. Jetzt wird schon kuschelig warm. Sonne geht auf. Oh, Vecinos. Oh. Muy arriba. Subo. Subo, subo, subo. Gleich am Anfang überraschen sie einen mit dem Berg. A las once en Primero Pueblo. Ja, um 11 hier im ersten Dorf, ein bisschen Glück, ein bisschen auch ein Käffchen. Hier geht der Camino steil nach oben. Sonntag sitzen sie alle auf dem Sofa zu Hause. Auf hier, Puerta Abierto. Ein Gekraxel ist das heute. Das ist ja, die haben sie doch nicht alle. Ein Picknickplätzchen, San Blasco Benta, Wohnmobilstellplatz gibt es hier auch. Genau. Minute. Y la costa finit. Es Fletchers? Sí, todo Fletchers. Okay. Carlos. Carlos. Danke. Dankeschön. Und Informationen? Aquí, San Blas. Sí, 700. 700. 900. 12 kilómetros. No, 12 kilómetros de aquí, aquí. Ah, okay. San Blas. Buen camino. Dankeschön. Stop. Jetzt geht's wieder aufwärts. Subo, subo, isubo. Gelaunt aus San Blas. Zack, zack, zack. Und zack. Kannst du schlafen? Keine 60 Euro für ein Doppelzimmer hast. Ist aber mit einem gewissen Risiko verbunden. Hat sich wieder einer an Spaß erlaubt, irgendwie die Pfeile umgemalt. Der Buchenwald hier ist wunderschön. War nicht mehr so steil. Ich sag jetzt einfach Buchenwald, aber ich habe gar keine Ahnung. Hier oben auf ca. 800 Metern ist es sehr angenehm zu laufen. Schöner, weicher Waldboden. Oberhalb der Straße ist muy cómodo. Zerfallene Häuser. Und auch ein bisschen aufpassen, wenn man hier ein Video macht, ja? Cuidado! Pferde gibt es hier auch wieder. Hälfte des Weges. Also, dieser Camino Bastan, maravilloso. Was soll das schon wieder? So, da gibt es wieder Aufgaben zu lösen. Läuten die Glocken, gibt es bestimmt was zu essen. Ohne Moos nichts los. Rico Pan, con salchicho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve. Um hier geschichtlich korrekt zu laufen, muss man hier auf so einer alten Römerpflasterstraße. Das ist eine Zumutung.
Mistias. Könnte man schon fast langsam hier die Sonnencreme rausholen. Jetzt geht's aber mal echt wieder an die Substanz. Kann bald mal an Ort kommen. Jetzt trinke ich hier aus dem Fluss oder aus dem Bach. Brütend heiß hier. Mucho calor. Kein Ortseingangsschild in Lanz. Lanz, die Sendung, die niemand braucht. Lanz, der Ort, wo es kaltes Bier gibt. Lanz. Un pueblo. Hacia siesta. Posada. Klingt doch schon mal gut. Meine Gesichtszüge hellen sich auf. Hier könnte etwas zu trinken. Oh, Alter, das Leben hat wieder einen Sinn. Un Camino. Oh, guck dir mal das an, das habe ich mir verdient. Schön vegetarisch. Aqua nicht floriert. Adios, Lanz. Hier hinten ist der Fluss in Lanz. Dann drehst du dich einmal um die Achse. Und dann stehst du vor der Herberge. Alberge Lanz. Ey, das ist 5. Eine gefühlte 40 Grad. Alla cinco. Mucho calor. Freunde des Tennissports, selbst hier in Lanz spielen sie Tennis. Mediano. Für einen Spaß. Trinkst du ein Bier zu viel und läufst dem Onkel hinterher, bist du schon wieder weg vom Camino. Der Onkel sucht jetzt erstmal querfeld ein in den Camino. Muss hier nämlich sein. Hier ist also der Camino nicht. Oh, ein Scheiß. Jetzt finde ich nicht mal mehr den Weg zurück zur Autobahn. Steht da und wundert sich. Ist ja auch Platz für Pilger. Pilger. A las 6 de la tarde. Llegando en Olagur. 23 Kilometer. Die schöne Seite von Olagur. Manas para nosotros. Oh. Guapo. Das Wohnzimmer, die Küche, Cucina, Küche hat einen Balkon. Tu sabes, el hombre perfecto de Calpe, es roya. Una, no limpio aquí, si ya para hombres ronca mucho. Es y cuatro, mucho enchufes. Die Terrasse, oh hier. Hier, Mantas. Oh, guck mal hier. Im Zimmer noch Waschbecken. 9:16. Jetzt guck dir die Scheiße an. Da habe ich mir heute irgendwie die Hose zerfetzt. Die Pilger haben immer noch genug Kraft, um 6:50 in die Kneipe zu gehen. Den Abend ausklingen lassen in Olagur. Olagur. Ja. Delicioso. Dias. Hier, wie früher, im Osten. Kannst du abziehen. Gucken, ob schon jeder Frühstück vorbereitet hat. Buenos Dias. Buenos Dias. Ja, Buenos hier aus Olgur. Heute der große Marsch Richtung Pamplona. Schöne Zeit bald vorbei hier mit Einzelzimmer. Ich kick dir das an. 9 Uhr, du kannst hier rumwuseln. Herberge ist leer. Gucken. Ah, Funktion wird offen hier lassen. Schlüssel wird hier unten gehangen. Ja. Vielleicht noch mal ein paar Weihnachtsgeschenke mit. So, jetzt bin ich auch wach. Guck, wie schön das hier schon wieder am Morgen aussieht. Ja, morgen ist gut um 10. Leas Kur. Das Katzenparadies. Jetzt wieder ein bisschen bergab. Oh, der Hahn kräht. Alas Onze. In Hankasuri. Bonito, aquí. Stehen Sie hier und warten auf einen Kaffee. Moin! Zwei Pilger auf dem Weg. Auf der Suche nach einem Kaffee. Nach der Autobahn endlich mal wieder ein bisschen Natur. Natur pur. Die Kleinen dürfen noch faulenzen. Mittags um 12 hier. In der, oh, ganz oben steht der Planet. Ich schwitze wie ein Affe hier, bin doch kein Asphalt-Cowboy. Dafür geht's steil bergauf. Keine Ahnung, wie das Nest hier heißt. Das ist irgendeine urbane Sippe. Aber endlich wieder ein bisschen Naturaleser. Jetzt kommt wieder hier der Hindernisparcours.
So, das ist wieder eine Sperre. Entweder rüberspringen oder hier aufmachen. Oh, come on. So, wieder schön zugemacht, wie es sich gehört. Tres Caballos. Buenos Dias. Oh, ist das eine Hitze hier. Tschüss. Was haben Sie hier für eine Konstruktion? Spanisch lernen, por favor, Sierra en la Puerta. Der nächste Ort. Eine Bar, das wäre jetzt ganz großer Sport. Oh, kommst hier an in der Hitze. Und dann kannst du schön die Füße kühlen. Jetzt kommt der erfrischende Moment. Wow, Frio. Oh, das ist gut. Das ist geil, alle Schmerzen weg. Schokolade, Salami und Fisch. Gottesanbeter. Gebuttentee gibt es hier. Al Bosque Cambiar. Der Wald hat sich ein bisschen geändert hier. Ist mehr Nadelwald. Na, es riecht schön. Meine Mutter hat gesagt, Junge, du musst mehr trinken. Prost. Seitdem bin ich jeden Tag blau. Sombra. Schön kühl hier unten. Bei 30 Grad im Schatten. So, jetzt geht es wieder los auf dem Camino mit den Brücken. Guckst du hier. Da sitzt eine Ente. Mach mal doch hier. Puente. Du Sauron. Der läuft. Schön bei den Wurzeln aufpassen. Guckst du hier. Gorgeous. Du musst auch nach links gucken. Lass mal abgehen, Don Camino. Gorgeous. Drei. Hier bleibe ich. Oh, hier ist ein Schlafplatz. Da sind wir. Training hat der Arre. Fangen schon wieder an zu meckern. Cousina. So, Wäsche gewaschen. Wasser, egal ob kalt oder warm, geht auf zu. Das Gato. Was für ein Schock, ey, nach dem Camino Bastan. Heute geht's ab. Und die holen sich nachher die Spanier. Mal an hier. Die warten alle, dass die wilden Stiere losgelassen werden. Geht die wilde Hatz los. An hier, 6 Uhr morgens. Da wird das Licht angemacht. Rumgewuselt. Ja, Taschen. Camino Frances, erster Tag, erste Nacht. Glaubst du nicht. Um 6 Uhr gehen die Wecker an. Das Licht geht an, obwohl schummriges Licht aus dem Bad rüber scheint. Was machst du da? Oropax, Schlafbrille. Naja, wenigstens in der Küche hast du dann eine Ruhe, weil die sind ja alle mal halb sieben schon. Essinus, auf der Flucht. Erstmal die Stadtmauer von Pamplona überwinden. Ja, kannst dir ein Stück Eisen auf den Kopf fallen lassen. Stau auf dem Camino. Was wollte er jetzt tanzen oder was? Bayando? Heime, Jorge, Linda, Jano, Alberto. Linda. Zweiter Versuch, nach Finisterre zu kommen. Also Vigo nach Porto kannst du mit Alsa, Flixbus und Autna fahren. Die andere Städte Barcellos sind da wir alles schon wieder. Wozu habe ich denn da Priority-Tour? Da freuen sie doch noch einmal hier mit dem Arcaides. Durchorganisiert hier in Ryanair, in Porto. In Gefix. Eben noch in Porto, jetzt schon in Berlin. Eine scheiß Kälte hier. Jetzt geht's los. So, Nachbarn, jetzt könnt ihr abschalten, jetzt kommt nichts mehr. Nur noch Fotos und die Quatsche. Der Bastan, maravilloso, guay, gorgeous. Der ist einfach super. 5 Tage absolute Ruhe, ursprünglicher Camino. Ganz viel Wald, ganz viel Natur, Tiere, wenig Pilger. 2 Länder, Frankreich und Navarra und Herbergen fast ganz für euch alleine. Also, wenn ihr einen 5-6 Tage Camino haben wollt oder einen ruhigen Einstieg vorm Frances, dann ab auf den Bastan.
Also, Vecinos, wir sehen uns auf dem Bastan oder auf dem anderen Camino. Buenas noches.